Hallo und herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch die neue Losteria am Münchner Hauptbahnhof. Ja, richtig gehört, eine Losteria am Hauptbahnhof. Ich denke, die Kombination ist sehr, sehr interessant. Nicht nur für die Münchner, sondern auch für die Durchreisenden, dieses tolle Konzept hier auch erleben zu können. Was speziell eben auch ist, von der Einrichtung her, das zeige ich euch jetzt erstmal in einem kleinen Überblick. Neben mir habe ich jetzt den Franchise-Nehmer und die Betriebsleitung, die uns hoffentlich Rede und Antwort stehen können. Ja, es ist jetzt die vierte Losteria in München, aber die erste von einem Franchise-Nehmer. Die erste von einem Franchise-Nehmer in München? In München, richtig. Wie kam das zustande? Also die Idee kam, wie Friedemann vorhin schon gesagt hat, wir waren in Hamburg auf der Messe und da hat Friedemann einen Preis gewonnen und da hat er ein Jahr später hat er einen Vortrag gehalten von einer großen Aula von 2.500 Personen. Und da ist die Idee eigentlich geboren worden durch meine Frau und durch mich, dass wir vielleicht dieses Konzept hier in München am Bahnhof mit implementieren können. Ich kannte den Friedemann schon vorher durch unser gemeinsames Hobby Fußball. Und so sind wir uns dann, haben wir uns dann öfters einmal getroffen und haben ein bisschen über das Thema philosophiert. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, wir sitzen jetzt hier am Hauptbahnhof in den denkmalgeschützten Räumlichkeiten. Ne? Aber wie kommt man zum Standort Bahnhof? Also der München Hauptbahnhof ist einer der höchst frequentiertesten Bahnhöfe Deutschlands. Wir haben hier einen Durchlauf von 350.000 Personen pro Tag. Wir als Firma Rubenbauer sind seit langem Bahnhofsspezialist. Also wir betreiben München, München Ostbahnhof, München Hauptbahnhof, Karlsruhe, haben früher mal einen Bereich noch mit vom Augsburger Bahnhof betrieben und haben uns eigentlich auf die Verkehrsgastronomie mit spezialisiert. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, aber ich denke mal, es wird sicherlich genauso gut angenommen werden wie die anderen Filialen. Ach, mit Sicherheit, weil wir haben hier sehr, sehr nettes und sehr freundliches Fachpersonal, beziehungsweise unsere Mitarbeiter und haben hier unsere super und eine sehr nette Betriebsleiterin, die Kathi. Ja, ich habe schon gehört, über 50 Mitarbeiter hier. Wie hat man die alle so im Griff? Indem man wirklich nett mit ihnen umgeht, immer freundlich ist, bitte Danke sagt, aber auch mal streng und konservativ. Bist du jetzt neu in der Losteria oder warst du schon zuvor bei der Losteria da mit dabei? Nein, ich bin auch seit dem 1.6. bei der Losteria, durfte ein wirklich ganz, ganz tolles Management-Training machen über 3 Monate und ab dem Zeitpunkt bin ich dann mit eingestiegen hier in das Thema Bau, wie geht das mit dem Ganzen um, Personalsuche etc. Du bist ja sozusagen die gute Seele hier im Haus und wenn man reinkommt, glaube ich, wird man von deinem strahlenden Lächeln ja gleich begrüßt. Was erwartet uns denn, wenn man hier reinkommt und dich besuchen kommt? Erstmal vielen Dank für das Kompliment natürlich. Und was erwartet uns? Auf alle Fälle eine sehr schöne Atmosphäre. Wir sind hier in einem ganz tollen Laden, erst wunderschön geworden. Man kommt hier rein, man hat hohe Decken, man hat eine wunderbare Bar. Fühlt sich sofort auch zu Hause. Wir haben schöne kleine Nischen, wo man sich auch zurückziehen kann, die Wartezeit verbringen kann, bis zum nächsten Zug lecker Pasta essen oder auch eine super Pizza. Und ja, es ist einfach die Losteria. Es ist die Losteria Münchner Hauptbahnhof hat eine ganz besondere Atmosphäre. Das auf jeden Fall. wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf der Durchreise bin, muss ich ja nicht unbedingt nur zum Essen kommen. Eure Bar und auch eure Kaffeemaschine lädt ja genauso zum Verweilen ein, oder? Absolut, auch gerne vorbeikommen auf einen Espresso an der Bar mit dem Blick in das Restaurant. Wir haben die Bar wirklich bewusst in der Mitte, von der man auch wirklich das Restaurant überschauen kann und auch einfach nur auf ein Käschchen. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick gewähren in die nagelneue Losteria am Hauptbahnhof. Wunderschöne denkmalgeschützte Räumlichkeiten und Genuss pur. Besucht ihr sie auch? Und wie hat es euch gefallen? Ab in die Kommentare. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich glaube, dass es bei uns vom Ambiente her einfach ein bisschen lockerer ist als in den manchmal recht steifen, förmlichen Sushi-Lokalen Münchens. Die Sushi-Qualität ist gut bürgerlich, ohne übertriebene Preise zu verlangen.